Ja, hallo liebe Football-Freunde, herzlich willkommen zur Vorschau des ersten Spieltages in der NFL in der Saison 2014. Ja, endlich ist es wieder soweit, die NFL fängt wieder an, die Pause, die lange Saisonpause ist endlich vorbei, ja. Und der Spieltag fängt an mit einem Spitzenspiel und zwar empfängt der Titelverteidiger, die Seattle Seahawks, die Green Bay Packers, ja, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ja, die Seahawks hier in diesem Spiel, doch der Favorit als amtierender Titelträger, haben ja in der letzten Saison wirklich souverän den Super Bowl gewonnen. Ja, relativ klar gegen die Denver Broncos gewonnen und ja, sind auch in dieser Saison wieder ein heißer Kandidat. Ja, auf den Titel. Sie sind doch immer noch ein sehr junges Team, vor allem Quarterback Russell Wilson geht erst in seine dritte Saison. Ja, und insgesamt ist das Team doch sehr jung besetzt. Ich denke, man muss auf alle Fälle mit ihnen rechnen. Ja, auf der Gegenseite die Green Bay Packers, ja, hatten letzte Saison ja, lange mit dem Ausfall von Quarterback Aaron Rodgers zu kämpfen. Es hat dann am Ende dann doch für die Playoff-Teilnahme dann knapp gereicht, aber ja, dann ist man wieder mal an den San Francisco 49ers gescheitert. Ja, ich denke, in dieser Saison sollte Aaron Rodgers gesund bleiben. Es ist auf alle Fälle mit den Packers sicher auch zu rechnen, aber in diesem Spiel, denke ich mal, werden die Seahawks sich das nicht nehmen lassen, die Saison zu Hause mit einem Sieg zu eröffnen. Ja, und außerdem sind die Seattle Seahawks auch sehr heimstark. Ich denke, ja, das Stadion eines der lautesten in der NFL. Und ich denke, das wird einfach schwer für Green Bay. Deswegen sage ich, ja, Seattle gewinnt dieses erste Spiel. Ja, gehen wir weiter zu den Spielen am Sonntag. Und zwar, ja, empfangen die Atlanta Falcons die New Orleans Saints. Ja, kommen wir zu den Falcons. In der letzten Saison, ja, nicht wirklich gut gespielt. Am Ende dann, ja, ganz deutlich die Playoffs verpasst mit nur 4 Siegen bei 12 Niederlagen. Er hat natürlich auch mit Verletzungsproblemen zu tun. Ihr bester Wide Receiver Julio Jones, ja, hat sehr viele Spiele verpasst wegen einer Verletzung. Ja, und es hat nicht so gut funktioniert alles. Aber ich denke, in dieser Saison werden sie sicher wieder zurückschlagen. Ja, vor allem jetzt gegen einen Divisionskonkurrenten wäre da ein Sieg ganz wichtig. Ja, auf der anderen Seite die New Orleans Saints. Ja, sind auch ein heißer Kandidat auf den Super Bowl, vor allem mit die Offensive mit Quarterback Drew Brees, ja, und Tight End Jimmy Graham. Ja, mit der ist auf alle Fälle zu rechnen. Ja, in der letzten Saison haben sie sich ja für die Playoffs qualifiziert, sind dann aber ja am späteren Super Bowl Champion Seattle dann gescheitert. Ja, und auf alle Fälle muss man mit ihnen in dieser Saison auch rechnen. Ja, in diesem Spiel, ich sehe es relativ ausgeglichen, Atlanta Falcons spielen zu Hause, haben den Heimvorteil. Ja, auf der anderen Seite, die Saints sind auswärts jetzt nicht so stark, aber es ist ein Dome. Also das heißt, die Saints sind ja ein Dome-Team und ich denke, sie werden sich da in Atlanta wohlfühlen. Ja, und ich tippe mal auf einen knappen Sieg der Saints bei den Falcons. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar empfangen die Baltimore Ravens die Cincinnati Bengals. Ja, die Ravens vor 2 Jahren noch der Super Bowl Champ. Ja, letzte Saison ist es dann nicht ganz so gut gelaufen, haben die Playoffs verpasst, aber ich denke, in dieser Saison werden sie wieder zurückschlagen. Ich denke, mit ihnen wird man auf alle Fälle rechnen müssen. Ja, und auf der anderen Seite die Bengals, ja, haben ihre Division gewonnen in der letzten Saison. Ja, und zuletzt, ja, dreimal in Folge für die Playoffs qualifiziert, aber auch dreimal, ja, gleich in der ersten Runde raus. Ja, es ist die Frage, ja, ob die Bengals jetzt endlich mal, ja, eine Runde weiterkommen können in die Playoffs. Ja, diese Saison wird es wahrscheinlich um einiges schwieriger. Wie gesagt, die Ravens schätze ich um einiges stärker ein als letzte Saison. Auch die Steelers werden wieder zurückkommen. Ja, und von daher denke ich, wird diese Division auf alle Fälle ganz spannend. Ja, in diesem Spiel sage ich, die Ravens starten in die Saison mit einem knappen Sieg zu Hause gegen die Bengals. Ja, und ich denke, sie werden das Spiel gewinnen. Ja, gehen wir weiter zu dem nächsten Spiel. Und zwar sind die Chicago Bears gegen die Buffalo Bills. Ja, die Chicago Bears. Letzte Saison die Playoffs verpasst. Auch nur knapp dann zum Schluss mit einer Niederlage gegen Green Bay, aber am Ende dann doch nicht dabei. Ich denke, sie sind in dieser Saison, muss man auch mit ihnen rechnen. Ja, auf der anderen Seite, die Buffalo Bills sind hier doch der klare Außenseiter. Ja, haben schon lange nicht mehr die Playoffs geschafft und ja, wird schwer für die Buffalo Bills und ich gehe hier da doch von einem klaren Sieg der Chicago Bears aus. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar empfangen die Houston Texans die Washington Redskins. Ja, das ist ein sehr interessantes Duell. Die Houston Texans ja in der letzten Saison die schlechteste Bilanz und ja, hatten demnach auch den ersten Pick im Draft.
Ja, haben sich hier den Defensivspieler Jadeveon Clowney genommen und ja, vor allem die Defensive bei den Texans wird dadurch um einiges verstärkt. Ja, auf der anderen Seite, die Washington Redskins hatten jetzt auch ja keine gute Saison. Robert Griffin III hat jetzt nach seiner schweren Knieverletzung nicht wirklich ja an seine Rookie-Saison anknüpfen können. Ja, wir mal abwarten, ob er ja wieder zu seiner alten Stärke finden kann. Ja, ist sicherlich fraglich. Ja, und in dieses Spiel sehe ich sehr ausgeglichen. Ich würde dann doch den Texans den kleinen Vorteil geben, dass sie zu Hause spielen und ich tippe mal auf einen knappen Sieg von Houston. Ja, gehen wir weiter zu den Kansas City Chiefs gegen die Tennessee Titans. Ja, die Chiefs waren ja das Überraschungsteam in der letzten Saison, haben sich für die Playoffs qualifiziert, obwohl sie vor 2 Jahren noch das schlechteste Team waren. Ja, und dann in einem Wahnsinns-Playoff-Spiel gegen die Colts nach einer großen Führung dann doch noch verloren. Ja, auf der anderen Seite die Tennessee Titans, ja, in den letzten Jahren eher mittelmäßig abgeschnitten. Ja, man hat demnach auch den Trainer entlassen. Ja, neuer Trainer ist Ken Whisenhunt, ehemaliger Head Coach der Arizona Cardinals, der ja die Cardinals einmal in den Super Bowl geführt hat. Ja, und ich denke, die Titans könnten vielleicht ja diese Saison das Überraschungsteam werden. Und ja, ich tippe einfach mal auf einen Auswärtssieg hier der Tennessee Titans bei den Kansas City Chiefs. Ja, gehen wir weiter. Die Miami Dolphins empfangen die New England Patriots. Ja, die Dolphins letzte Saison auch nur durchschnittlich mit 8 Siegen bei 8 Niederlagen. Ja, zuletzt hat es auch nicht so gut geklappt. Auf der anderen Seite die Patriots natürlich auch ein klarer Super Bowl-Kandidat in den letzten Jahren immer wieder vorne dabei und auch letzte Saison bis ins AFC Championship Game gekommen und dort nur an den Denver Broncos gescheitert. Die Patriots muss man immer als Titelkandidat ja im Auge haben. Ja, und ich denke, in diesem Spiel sind sie der Favorit, auch wenn sie auswärts bei Miami spielen. Denke ich, gewinnt das New England hier dann doch. Klar, würde ich sagen. Ja, gehen wir weiter dann zu den New York Jets. Sie empfangen die Oakland Raiders. Ja, das ist jetzt ein Spiel jetzt von 2 Mannschaften, von denen man sich nicht so viel erwartet. Die Jets haben letzte Saison eigentlich doch überrascht. Viele hatten prognostiziert, dass die Jets ja eine ziemlich schlechte Saison spielen werden, dass Rex Ryan dann am Ende entlassen wird. Dem war nicht so der Fall. Sie hatten ja eigentlich mit 8:8 dann eine durchschnittliche Bilanz vorzuweisen gehabt und am Ende durfte Rex Ryan seinen Job behalten. Ja, auf der anderen Seite die Raiders. Ja, hatten auch keine gute Saison mit nur 4 Siegen. Ja, der Coach Dennis Allen war natürlich auch unter Kritik, aber die Raiders haben ihm nochmal eine Chance gegeben und ja, dieses Mal wird es sehr schwer. Sie starten mit einem Rookie Quarterback auswärts bei den Jets. Ja, und ich denke, die Jets sind dann aufgrund ihrer Defense dann vielleicht doch zu favorisieren. Sie spielen zu Hause. Ja, und deswegen tippe ich hier auf einen Sieg der New York Jets. Ja, gehen wir weiter zu den Philadelphia Eagles gegen die Jacksonville Jaguars. Ja, die Eagles auch letzte Saison eine der Überraschungen mit ihrem neuen Head Coach Chip Kelly, der aus dem College gekommen ist, haben sie mit ihrer unglaublichen Offense ja eigentlich viele überrascht und dann auch ihre Division gewonnen, ehe sie dann in den Playoffs dann bei den Saints gescheitert sind. Ja, auf der anderen Seite, die Jacksonville Jaguars sind schon seit Jahren, ja, so im Aufbau eines neuen Teams und ja, so langsam, aber sicher denke ich, ja, wird man nach vorne kommen, zwar vielleicht noch nicht in dieser Saison, aber in den nächsten Jahren. Man hat sich ja ein paar gute junge Spieler gedraftet und ja, diese Saison wird es vielleicht noch nicht reichen, aber ich denke, ja, in den nächsten Jahren wird sicher mit ihnen zu rechnen sein. Ja, in diesem Spiel sage ich, ja, die Eagles gewinnen das dann doch, obwohl ich mir durchaus vorstellen kann, dass Jacksonville das Spiel vielleicht noch ja, eng halten kann. Aber am Ende, glaube ich, wird sich hier Philadelphia durchsetzen. Ja, gehen wir weiter zu den Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns. Ja, auch die Steelers für ihre Verhältnisse eher eine durchschnittliche Saison gespielt haben in den letzten Jahren nicht so wirklich Erfolg gehabt. Deswegen glaube ich, dass sie wieder ja, zumindest um den Divisionstitel mitspielen mit den Baltimore Ravens und den Cincinnati Bengals. Ja, und da müssen sie hier einen Pflichtsieg gegen Cleveland einfahren. Ja, Cleveland auch schon über Jahre hin immer wieder Probleme, hatten auch nie wirklich Erfolg. Wir haben mal abwarten müssen. Ja, haben auch wieder einen neuen Trainer. Ja, in den letzten Jahren haben sie ja sehr oft die Trainer gewechselt und ja, wir haben mal abwarten müssen, ob es da endlich mal nach vorne geht.
Ja, in diesem Spiel sehe ich dann doch Pittsburgh hier vorne und ich glaube, die Steelers gewinnen das. Ja, gehen wir weiter zu den St. Louis Rams gegen die Minnesota Vikings. Ja, jetzt auch zwei Teams, von denen man nicht wirklich viel erwarten kann. Bei den Rams hat sich ja vor kurzem der Starting Quarterback Sam Bradford das Kreuzband gerissen und wird für die ganze Saison ausfallen. Das heißt, sie spielen jetzt mit dem Backup Sean Hill. Ja, und auf der anderen Seite, die Minnesota Vikings hatten letzte Saison auch jetzt nicht eine überragende Saison gespielt. Ja, trotz eines Adrian Peterson haben sie da ihre Probleme und aber in diesem Spiel sehe ich sie dann doch ja leicht vorne, vielleicht auch aufgrund der Quarterback-Situation bei den Rams und sage, die Vikings gewinnen dieses Spiel knapp. Ja, das waren die Spiele um 19 Uhr. Kommen wir zu den Spielen um ja um 22:25 Uhr und zwar ja empfangen die Dallas Cowboys die San Francisco 49ers. Ja, die Dallas Cowboys, ja, auch in den letzten Jahren eher durchschnittlich unterwegs, hatten auch immer wieder die Playoffs verpasst. Man wartet immer wieder darauf, dass sie es einmal schaffen, aber ja, so richtig nach vorne kommen sie nicht. Ja, auf der anderen Seite die San Francisco 49ers, das muss man natürlich auch auf der Rechnung haben. Bei den Super Bowl-Kandidaten sind natürlich ja vielleicht der gefährlichste Gegner der Seahawks, da sie ja in der gleichen Division spielen. Ja, und auf alle Fälle, ja, auch ein Favorit, auch in diesem Spiel, obwohl sie auswärts spielen. Ja, und ich denke, die 49ers werden dieses Spiel auch gewinnen. Ja, gehen wir weiter zu den Tampa Bay Buccaneers gegen die Carolina Panthers. Ja, Tampa Bay in der letzten Saison nicht sehr gut abgeschnitten, nur 4 Siege. Ja, auch da hat man einen neuen Trainer geholt. Beziehungsweise eher einen alten Bekannten, Lovie Smith, einem ehemaligen Head Coach der Chicago Bears, der es ja auch einmal in den Super Bowl geführt hat. Ja, ich denke, er ist auf alle Fälle ein guter Coach und ich denke, das wird Tampa Bay auf alle Fälle weiterbringen. Ja, auf der anderen Seite die Carolina Panthers, auch letzte Saison eigentlich überraschend die Division gewonnen, sind dann in den Playoffs an den 49ers gescheitert, ja, und haben in der Offseason einige Spieler verloren, viele Wide Receiver, einige Offensive Liner haben retired. Ja, und deswegen sehr viele Fragezeichen bei den Panthers, die zwar immer noch eine sehr gute Defense haben, aber ich denke, die Offense, ja, sind sehr viele Fragezeichen dahinter und deswegen glaube ich, dass die Tampa Bay Buccaneers hier, ja, in die Saison mit einem Sieg starten werden. Ja, kommen wir zum Sunday Night Game, ja, bei uns in der Nacht von Sonntag auf Montag und zwar empfangen die Denver Broncos die Indianapolis Colts. Ja, auch das auf alle Fälle ein Spitzenspiel. Ja, die Denver Broncos, wie schon angesprochen, in der Super Bowl dann demontiert worden von den Seahawks. Aber trotz alledem denke ich, dass die Broncos wieder einer der Super Bowl-Favoriten sind mit Peyton Manning. Ja, vielleicht einen der besten Quarterbacks überhaupt, ja, und sie empfangen die Colts, die einen, ja, sehr guten, jungen Quarterback haben, Andrew Luck, ja, der quasi der Nachfolger von Peyton Manning ist, ja, und dieses Duell gab es ja auch in der letzten Saison und da haben dann die Colts gewonnen und ja, ich denke, die Denver Broncos wollen sich sicherlich für diese Niederlage revanchieren. Ja, und ich denke, ja, Denver wird dieses Spiel dann auch gewinnen. Ja, kommen wir dann zu den Spielen am Montag. Und zwar finden an diesem, ja, ersten Spieltag gleich 2 Spiele am Montag in der Nacht von Montag auf Dienstag statt. Und zwar ist das die Detroit Lions gegen die New York Giants. Ja, auch die Detroit Lions, letzte Saison eher enttäuschend, haben ihren Trainer entlassen. Auch sie haben einen neuen Head Coach, Jim Caldwell. Ja, war früher Head Coach der Indianapolis Colts, hat sie auch einmal in den Super Bowl geführt. Ja, und ich denke, ja, die Detroit Lions haben natürlich ihren besten Wide Receiver, Calvin Johnson, ist natürlich ihre große Waffe. Und ja, in der Division mit Green Bay und Chicago wird es natürlich eng, aber ich denke, sie haben da sicherlich auch gute Chancen auf die Playoffs. Ja, auf der anderen Seite die New York Giants. Ja, letzte Saison wirklich nicht sehr gut gespielt, vor allem ganz schlecht gestartet. Ich glaube, mit 6 Niederlagen haben sich dann nochmal zurückgekämpft, aber es hat am Ende nicht gereicht. Ja, und Eli Manning hat eine seiner schlechtesten Saisons seit langem gespielt. Ja, da wird man mal abwarten müssen, ob er wieder, ja, ob er diese letzte Saison vergessen machen kann und wieder, ja, zu seiner alten Stärke zurückfinden kann, oder ob es so weitergeht. Ich glaube, in diesem Spiel sehe ich Detroit vorne. Sie spielen zu Hause und ich denke, sie werden das Spiel gewinnen. Ja, und kommen wir zum letzten Spiel und das sind die Arizona Cardinals gegen die San Diego Chargers. Ja, die Cardinals letzte Saison eigentlich wirklich sehr gut gespielt, hatten 10 Siege zu verbuchen, aber da sie aufgrund in der starken Division in der NFC West spielen mit Seattle und San Francisco, hat es dann nicht für die Playoffs gereicht. Ja, und auch diese Saison wird es wieder schwer werden. Ja,
dass ja also vielleicht zumindest an einen der beiden Teams vorbeikommen müssen. Und ja, auf der anderen Seite die San Diego Chargers, ja, haben auch ein bisschen überrascht in der letzten Saison, haben die sich für die Playoffs qualifiziert, haben dann sogar gegen Cincinnati gewonnen, sind dann weitergekommen, aber dann an den Denver Broncos gescheitert. Ja, auch diese Saison wird man mal abwarten müssen, wie sich die Chargers so schlagen werden. In diesem Spiel sehe ich aufgrund des Heimvorteils Arizona leicht vorne. Ich denke, das wird sein ausgeglichenes, spannendes Duell. Aber wie gesagt, ich denke, den Heimvorteil gibt einen Ausschlag zugunsten der Arizona Cardinals. Ja, das war meine Vorschau zu diesem ersten Spieltag in der NFL. Ja, ich kann es kaum erwarten. Ich bin schon froh, dass es endlich wieder losgeht. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Ja, wie denkt ihr, wie glaubt ihr, werden diese ersten Spiele ausgehen? Freut euch auch schon, dass die NFL endlich wieder losgeht? Ja, schreibt es unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen über ein Abo und bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.